Hallo, liebe Aufrufer. Lichtgeschwindigkeit. Heute, mir ist gerade was Gutes eingefallen. Samstag, 2. April 2011. Ich habe also die tägliche Lage, die ich hier aber ganz verkürzt nur bringe in Bezug, das sieht man ja schon an meiner Dekoration, auf die aus dem Maschinenraum CCC, also Chaos Computer Club Informatikerin Constanze Kurz, hat einen neuen Beitrag in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zur IT-Politik, so bewerte ich das. Maschinenraum ist natürlich auch alles mögliche sonstige, was hier jetzt genannt wird. Ich will nämlich Folgendes nur vorher sagen. Ich spiele das nicht besonders oder so, wenn man sagt, das ist doch nicht möglich, das geht doch nicht, dass jemand immer guter Laune ist. Und da kann ich mich nur dem Adolf Hitler anschließen, in dem Gerhard Polt zusammengebastelten Schnipsel mit dem Leasingvertrag, der dann am Schluss sagte, doch, das geht. Also ich bin tatsächlich ein freundlich eingestellter Mensch und wenn auch alles mögliche Alltägliche mir genauso geht wie allen anderen Leuten, vom schlechten Wetter bis zu sonst was, wenn ich mit Menschen in Kontakt trete und sei es hier also über diese Kamera, die Aufnahme und die YouTube sehe, dann ist das für mich eine mitmenschliche Sache, die ich immer, auf die ich mich immer freue und für die ich freundlich eingestellt bin. So, also die Frankfurter Allgemeine Zeitung heute. Meine Lichtregie ist etwas umgedreht. Ich bin Rechtshänder, da habe ich so einen anderen Dreh. Die ist also heute hier wieder, was ich bereits sagte. Die haben dann immer ein Foto, was völlig blödsinnig ist. Da muss man dann studieren, das soll einen reizen. Also hier, ich weiß nicht, wen das reizt, ob man das sehen kann hier mit Gegenlicht. Sieht aus wie ein Lautsprecher, ist aber eine Cook-Anlage. Globalisierung, gut, das Thema will ich gleich aufgreifen. Dann ist hier Lindner, Leuthäuser, Rösler, die Frage also zur Freien Demokratischen Partei. Machen die ein Revirement vom Personal? Haben sie neues, besseres Personal als das andere? Oder ist das programmatische Veränderung der FDP, der liberalen Partei, eine programmatische Veränderung, könnte auch das bisherige Personal machen? Das ist aber nicht so dringend, dass ich mich da größer drüber ausweite. Entscheidungsschlag in Abidjan, Präsidentenpalast in Flammen, das ist Elfenbeinküste, also Côte d'Ivoire, wie das in den Medien meistens heißt, Elfenbeinküste, wo jetzt wirklich, ich habe es im Internet gesehen, es unglaublich mord- und totschlagmäßig geht und der Militärangriff auf den nicht aus der Macht abgewählten Präsidenten, des neu gewählten, der ist offensichtlich überlegen und es geht aber nur mit Gewalt und der alte Präsident hat gesagt, er will aushalten, Gbagbo gibt nicht auf, hat gesagt, er will bis zur letzten Kugel auf Leben und Tod aushalten, also so wird es dann eben gehen, leider. Und auch das ist ein Beispiel dafür, dass ich glaube, dass man nicht durch Waffenlieferungen oder durch, was weiß ich, NATO oder sonstige äußere Machteinwirkung da etwas bewirken kann. Und zwar auch nach dem Völkerrecht nicht. Völkerrecht heißt nämlich, dass jeder Staat in seinen Grenzen selbstbestimmt ist und seine Probleme wirklich ohne von außen Einwirkungen hinnehmen zu müssen, selbst auskungeln kann. Und zwar auch mit allen möglichen Formen von gesellschaftlicher Gewalt und Konflikt an die Grenzen dessen, was man Menschen Völkermord nennt. Und Völkermord ist nicht, wenn man jetzt wie in Syrien oder in Libyen oder auch anfangs in Ägypten oder so, wenn die Polizei auf die Leute losgelassen wird, das ist noch kein Völkermord. Aber gut, das ist also hier die in der Zeitung die Notüberschrift Berlin. Wir prüfen Atomkraftwerke ergebnisoffen. Völliger absurder Quatsch. Es geht hier nicht um die Atomkraftwerke, sondern es geht um das Abschalten. Und solange man nicht abschalten kann, um die Sicherheitsmaßnahmen, die müssen aber keine Bedenkpause haben, sondern die müssen sofort ergriffen werden. Also, ich komme hier aus dem Maschinenraum, Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 1. April, ich nehme das aber nicht als einen Scherz auf, April-Scherz, und zwar ist das immer im Feuilleton, das ist der Kulturteil, Kultur und alles, was nicht direkt in materielle Verwertung übergeht, wenngleich bei uns die Kulturindustrie ja maßgeblich ist für alles, was kulturell geschehen darf. Feuilleton. Und dann ist es Seite 33. Hier ist die Vignette von Constanze Kurz. Kein Schiff wird kommen.
Und das ist hier untertitelt: Die Folgen der Atomkatastrophe von Fukushima zeigen, wie verwundbar die Zulieferungslogistik der globalisierten Industrieproduktion geworden ist. Bleiben die Containerschiffe aus Japan für kurze Zeit aus, droht auch bei uns ein Kollaps ganzer Industriezweige. Und ich lese mal hier vom Anfang her und dann den Schluss. In den Ostblockstaaten gab es früher nicht nur einen Mangel an Computern und Elektronikbauteilen, öfter mal war auch Lebensnotwendiges nicht zu kaufen. Hatte die Plankommission es versäumt, genug Zellulose einzuplanen, war sogar das Toilettenpapier regional nicht lieferbar. Gab es dann mal wieder eine Lieferung, war sie sofort ausverkauft, weil die Menschen natürlich vorsichtshalber gleich auf Vorrat kaufen. Nicht, dass die kapitalistische Planwirtschaft ausgebrochen wäre, doch so manche Meldung nach der Erdbebenkatastrophe erinnert verdächtig an alte Zeiten, denn so ähnlich wie den DDR-Bürgern geht es derzeit etlichen Firmen, die auf Zulieferer in Japan angewiesen sind. Schuld ist keine Plankommission, schuld sind die Engpässe durch das Erdbeben, die Strahlenverseuchung von Containern und die Weigerung einiger Reedereien, noch japanische Häfen anzufahren. Die selbstverstärkenden Effekte des Mangels bleiben jedoch die gleichen wie früher, hinter dem eisernen Vorhang. Die Firmen decken sich prophylaktisch mit den noch vorhandenen Lagerbeständen von produktionsgehemmten Gütern aus Japan ein, dadurch wird der Mangel nur noch schneller manifestiert. Und sie schließt hier: Nun sind es Reedereien, die verstrahlte Regionen in Japan nicht mehr ansteuern wollen, und Lieferanten, deren Werke einstürzen, ohne Strom sind, vom Tsunami weggespült wurden oder deren Mitarbeiter vor der radioaktiven Wolke geflohen sind. Vielleicht sind Effizienzreserven und Lagerbestände durchaus mit natürlichen Ressourcen vergleichbar, die man eben nicht gänzlich ausschöpfen sollte. Just in time heißt sonst immer öfter sorry, just out of stock. Also diese Methode, dass große Endproduzenten keine Lagerhallen und Vorräte mehr aufbewahren, sondern immer dann, wenn ein Auftrag reinkommt, die genau die benötigten Teile in Echtzeit bestellen und die Produzenten ihrerseits bereits ein Transportsystem kreiseln lassen, also die Autobahnen in Deutschland sind jetzt die Lagerhallen. Die LKW sind die Lagerhallen auf Räder, die fahren dauernd rum, und so wie ein Computer echtzeitgestützte Bestellung kommt, gibt die Firma, die die Teile auf der Autobahn rollen lässt, dem LKW-Fahrer Bescheid, du musst jetzt eben mal von der Autobahn runterfahren und da die und die Teile abliefern. So, und wenn dieses System sozusagen so verengt ist und so verdichtet ist wie heute, dann ist der kleinste Störfehler im gesamten globalen System schon ohne große Reserven, und dann bricht es leicht ab. Ich will sagen, das hat jetzt hier mit IT selbst nicht unmittelbar zu tun, wenngleich die weltweite Echtzeitkommunikation, die dieses Just-in-Time-Prinzip möglich macht, natürlich direkt da beteiligt ist. An dieser verdichteten, engmaschigen Echtzeit-Kommunikation und auch Just-in-Time-Produktion und Auslieferung sind eben die gesamten Systeme viel, viel empfindlicher und störanfälliger, und so ist dann ein havarierendes Atomkraftwerk in Japan schon übermorgen der Grund dafür, dass in Bochum Opel Kurzarbeit machen muss oder so. Also ich wollte sagen, das Thema hier von Constanze Kurz, Chaos Computer Club, über die IT hinaus, ist ja aufgrund der ganzen Aufregungskommunikation im Moment völlig berechtigt, und insofern finde ich, hat sie das auch gut gemacht. Es sind aber keine Besonderheiten, die in diesem Artikel sind, also der wird keine Literaturgeschichte machen, ist aber nicht schlimm. Schönen Dank für den Aufruf und alles Gute.